Live. Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 220 5050. So, ihr Lieben, die ihr nicht in den Mai tanzt, willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir haben wie immer freitags eine offene Talkrunde hier. Und wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, dann meldet euch ganz einfach. Ruft an unter der bekannten und für euch kostenfreien Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt ganz einfach unter domian@wdr.de. Sandra, 26, hallo. Hallo. Auch keine Mai-Feierin heute? Nö. Gar nicht. Ich habe vor ein paar Tagen gelesen, dieses Jahr ist alles anders. Es ist ein Schaltjahr und deshalb müssen die Frauen den Männern einen Maibaum aufstellen. Wusstest du das? Nö. Ich bin gespannt, wie viele Maibäume nachher bei mir vor der Tür stehen, wenn ich nach Hause komme. Sandra, um was geht's bei dir? Also mein Thema ist, ich stehe auf Männer in Polizeiuniform. Ach, so eine bist du. Ja. Da bin ich ja völlig falsch angezogen. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich mir so eine Uniform ausgeliehen. Dann wärst du wahrscheinlich abgegangen am Telefon, ne, wenn ich hier in Polizeiuniform sitzen würde. Wie? So, naja, bei dir wohl nicht so, meinst du? Also, was denn für eine Polizeiuniform? Deutsche oder Ami oder was? Also ich sag mal eigentlich alles, aber hauptsächlich Deutsche. Ja, also die grüne, diese grüne Uniform oder Leder oder die ganz normale, die Straßenpolizeiuniform? Ja, ich sag mal Straßenpolizeiuniform. Ehrlich? Die finde ich immer so ein bisschen langweilig. Ich finde die, wenn die Jungs so in Leder angezogen sind auf den Motorrädern, das finde ich ziemlich knackig, aber... Ja, auch, aber mehr so. Mehr so die ganz normale, profane Polizeiuniform. Genau. Und die immer so, die haben doch gar keine Ärsche in den Hosen. Die Hosen sitzen. Ja, oh, sicher. Warum ist das so, Sandra? Keine Ahnung, also es fing mit 16 an. Ja. Ja, und einfach so, weil... Wie fängt sowas denn mit 16 an? Du gehst durch die Stadt und da geht ein Polizist und du denkst, wow. Nee, wir hatten damals mit einer Freundin, hatten wir viel Mist gemacht, sag ich mal so. Ja. Tja, und dann hatten wir auch mal Besuch von denen. Wie, von wem? Von einem Polizisten? Ja, genau. Ah ja. Von der Polizei. Ja. Ach so, deshalb, also weil ihr Mist gebaut habt. Ja, genau. Ah. Und so fing es an. Da habt ihr gedacht, ja, die sind gar nicht so ungeil, die Jungs. Genau. Also sie waren ziemlich streng. Ja. Ja, und er sah auch ziemlich süß aus. Ja. Tja, und da war es geschehen. Da ist so der Funke rübergesprungen. Ja. Hattest du denn schon mal einen Freund, der bei der Polizei ist? Nein. Das wär's, ne? Ja. Der dürfte gar nicht seine Uniform mehr ausziehen. Nö, ne? Würde ich machen. Bist du im Moment in einer Beziehung? Ja. Weiß dein Freund davon? Ja. Und wie geht er damit um? Wie findet er das? Also er weiß, was drauf steht. Ja. Aber mehr auch nicht. Also ich sag mal so, wenn ich jetzt jemanden kennenlernen würde, beziehungsmäßig weniger, aber... Sagen wir es offen, sexuell? Ja. Ne? Mhm. Also es ist nicht weiter bei euch thematisiert worden. Es hätte ja auch so sein können, dass er sagt, wow, meine Freundin Sandra steht auf Polizeiuniform. Ich hole mir mal so ein Ding, kann man sich ja besorgen, auch für Karneval. Ja. Und dann verführe ich sie mal damit. Das ist noch nicht passiert. Nee, war auch gar nicht mein Ding. Ach, das wäre dann nicht dein Ding, wenn dein Freund das anziehen würde? Nein, er müsste schon ein richtiger Polizist sein. Ach, ich verstehe. Die Verkleidung ist es gar nicht. Es muss ein knallhart echter Polizist sein. Ja. Aha. Genau. Jetzt versuch es mir doch noch ein bisschen eingehender zu erklären, was dich daran so scharf macht. Ich sag mal einfach so, halt die Uniform, die Figur, wenn sie so einen kleinen Arsch drin haben. Ja, also der Typ muss auch schon gut aussehen, es ist nicht nur die Uniform mit der Polizist. Also sollte auf jeden Fall kein alter Knöpfer sein. Ja, ja. Also schon so ein bisschen jünger. Ja. Und hart, also nicht kein Weichei. Ja. Und schon ziemlich hart sein. Ja. So jetzt zum Auftreten. Ja. Und dann ist so deine Fantasie, dass der beim Sex gar nicht viel auszieht von der Uniform? Ja, genau. Ja, ehrlich, ist es so? Ja. Also ein Polizist, der dann hinterher nackt neben dir liegt, das wäre gar nicht dein Ding? Nee. Der muss dann auch, das ist ein richtig Fetisch ist das. Ja, denke ich mal. Du bist eine richtige Fetischbraut, Mann. Denke ich mal. Ist denn dein Freund auch ein harter Typ oder eher ein weicher? Pff,
Also mal so, ja, würde ich eigentlich sagen. Ja. Also es ist ja nicht so gut bestellt um deinen Freund. Wenn da ein knackiger Polizist mal um die Ecke käme, ja, dann wärst du weg. So ist es. Sagt sie ganz leise vor sich hin, so ist es. Obwohl es erstmal nur sexuell ist, aber der könnte dich schon richtig gefangen nehmen, ne? Also kaschen. Ja. Ja. Hm. Hast du in deinen sexuellen Fantasien, wenn du dich selbst befriedigst oder wenn du mit deinem Freund schläfst, denkst du an so Sachen? Ja. Ehrlich? Ja. Auch wenn du mit deinem Freund schläfst, denkst du an einen Polizisten in Uniform? Ja. Ist ja krass, Mensch. Weiß nicht immer, aber... Also es ist schon ein stark ausgeprägter Fetischismus, ja, finde ich. Geht es denn so weit, dass du auch schon mal heimlich im Internet so dir Polizeiseiten anguckst? Ja, ich hatte voriges Jahr im Internet jemanden kennengelernt. Er war Polizist. Ach. Ja. Und wir wollen uns auch treffen. Ja. Auf sexueller Basis. Aber er wollte ohne Uniform kommen. Das wollte ich nicht. Echt, das ist ja wirklich schon hammerhart bei dir. Ja. Also die Bedingung ist, er muss dann auch mit Uniform auftauchen. Ja. Ja. Wie viel darf er denn von der Uniform ausziehen? Höchstens? Ich sag mal, höchstens die Jacke. Höchstens? Also so genau hast du es ja alles durchdacht schon. Ja. Und noch nie erlebt. Nein. Ja, dann musst du ja wahnsinnig werden vor Begierde darauf. Ja, also ich sag mal, wenn ich im Polizeiauto vorbeifahren gehe, gucke ich automatisch so rein. Geht's dir schon durch und durch? Ja. Hast du schon einen kleinen Orgasmus, wenn das Polizeiauto an dir vorbeisaust? Jein. Hör mal, das ist ja alles sehr schön und nett, aber dein Arme, mir tut dein Freund leid. Der muss sich doch eigentlich vorkommen wie der absolute Loser, oder? Der kann dir das ja nie geben, was du da dir erwünschst. Ja, er weiß es auch nicht, dass es so extrem ist. Was macht der denn vom Beruf? Er ist Lagerarbeiter. Ja. Also, fängt jetzt an als Gerüstbauer. Ja, also ganz andere Schiene, aber das sind ja auch härtere Jungs, ne? Gerüstbauer. Also ja, ja, klar, aber. Aber die haben eben keine Uniform an. Ne? Nee. Wie lange bist du mit deinem Freund zusammen? 8 Jahre. 8 Jahre schon? Ja. Mensch, eine Jugendliebe. Ist es dein erster Mann gewesen? Ja. 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 Also, wenn das so stark ist bei dir, Sandra, sehe ich ein bisschen schwarz fast für eure Beziehung, glaube ich. Ich weiß nicht, ich will es ja nicht den Teufel an die Wand malen. Aber wenn du da so eine Gier nach hast quasi. Ja. Naja, ich habe irgendwo Angst davor, wenn ich mal jemanden kennenlernen wollte. Mhm. Und es mehr als eine Macht. Mhm. Aber es war irgendwo dann keine Liebe, es ist einfach nur die... Ich finde, man ihn gezogen oder halt eine Uniform an hat. Ja. Wäre das eigentlich bei einem Soldaten genauso? Nee. Nee, das muss ein, das muss ein deutscher Straßenpolizist muss es sein. Ja. Ja, ja, also wenn du nicht in einer Beziehung wärst, dann würde ich dir wünschen, mein Gott, hoffentlich kommt einer bald vorbei. Aber so bin ich da etwas ambivalent und wünsche es dir eigentlich nicht, bevor du nicht Klarheit mit deiner Beziehung hast. Beides geht irgendwie nicht. Hast du denn nicht deinen Freund schon gedrängt, hier, pass auf, mach Umschulung, werd Polizist? Ja, aber ist nicht sein Ding. Ist nicht sein Ding. Nee, überhaupt nicht. Sandra, das war interessant. So eine Frau wie dich habe ich noch nicht kennengelernt. Oh. Die, aber es gibt bestimmt viele Frauen. Ja, bestimmt. Aber so, ich glaube, ja, vielleicht. Aber die das so klar gesagt hat wie du, kenne ich wirklich nicht. Dann schon eher in der schwulen Szene. Da sind die Jungs eher so drauf. Da weiß ich schon eher sowas, aber bei Mädels nicht so sehr. Liebe Sandra, alles Gute. Danke für das Gespräch. Das war sehr nett. Okay. Alles Liebe. Tschüss. Tschüss. Ja, ihr Lieben, nehmen wir das doch mal zum Anlass. Ich frage euch, habt ihr auch solche ungewöhnlichen Fetischleidenschaften? Steht ihr auch auf irgendwie so Sachen, die man im ersten Moment sich gar nicht so ausmalen kann? Und steht ihr da so sehr drauf, so klar und so gierig vielleicht, so wie Sandra das gerade erzählt hat? Ich höre es ja immer sehr gerne, ruft mich an. Dann können wir vielleicht heute in der Sendung noch drüber plaudern. 0800 220 50 50 oder mailt unter domian@wdr.de. Und wenn ihr mailt, bitte nicht die Telefonnummer vergessen. Dann geht das flotter mit dem Zurückrufen sofort. Ungewöhnliche Fetische, sagt man Fetische, also einen ungewöhnlichen Fetisch. Habt ihr einen ungewöhnlichen Fetisch? Dieter, 59, hallo. Guten Abend, Jürgen. Jo, Dieter, guten Abend. Ja, wie geht's dir? Mein Problem ist Krebs. Dein Problem ist Krebs. Das heißt, du bist auch krebserkrankt? Ja. Ja.
Wie lange schon? Seit gut 2 Jahren. Ja, was? Welcher Krebs ist das? Ein Peniskarzinom. Ein Peniskarzinom, ein Penistumor. Ja, mir hat man 2 Drittel weggeschnitten. 2 Drittel vom Penis weggeschnitten? Ja, und zugenäht. Was hast und du genäht? Den Harnausgang nach hinten verlegt. Ach so, du kannst auch gar keinen Urin mehr... Doch. Aber nicht durch den Penis? Nein. Was heißt nach hinten verlegt? Zwischen After und Hodensack. Das klingt ja im ersten Moment, das habe ich noch gar nicht gehört, dass es das so auch gibt. Das klingt im ersten Moment für uns Männer natürlich, da zucken wir alle zusammen und denken, oh Gott, wie schrecklich. Ja. Wie war das damals, als du, wie hat das überhaupt angefangen? Wie hast du das bemerkt? Mein Urin fing an zu stinken. Und dann wuchs mir da auf der Eichel ein bisschen was. Ja. Ja. Da würde man vielleicht... Wie man ja so ist, man geht ja lieber zur Arbeit, bevor man zum Doktor geht. Ja, ja. Habe ich das ein bisschen verschleppt. Aber dann musste ich ja irgendwann mal zum Urologen und der hat nicht lange gefackelt, der hat mich angeguckt, das Ding angeguckt und hat mich sofort überwiesen. Ja. Ja, eine Woche später war ich unter dem Messer. War denn diese Pustel oder so, wie du es gerade beschrieben hast, auf der Eichel, war die in der Zwischenzeit auch noch größer geworden? Nein, gar nicht mal viel größer. Ja. Ist nach innen gewachsen. Nach innen gewachsen. Wie groß ungefähr? Wie eine Erbse? Oder wie kann man sich das vorstellen? Nee, verhärtet. Ja, aber von der Größe her, meine ich. Ja, ungefähr Erbsengröße. Ungefähr Erbsengröße. So, dann haben die dich eingeliefert ins Krankenhaus, in die Chirurgie. Und da wurde dir gesagt, das Einzige, was wir für sie tun können, wir amputieren den Penis. Die haben da gar nicht lange gefackelt. Die haben mich untersucht, die haben mich ins OP geschoben. Ja. Dann haben sie erstmal eine Gewebeprobe genommen. Da lag ich eine Woche, bis sie das Ergebnis wieder kriegten. Ja. Ja, und dann haben sie gesagt, ist ein Karzinom. Ja. Muss weg. Und dann haben die gesagt, hier, so und so viel müssen wir von dem Penis wegnehmen. Nee, so viel haben die nicht gesagt. Was haben die gesagt? Die haben am Montag das Ergebnis mir mitgeteilt. Ja. Am Dienstag lag ich im OP. Als ich wieder aufwachte, war das Stück weg. Ach. Die haben dir das nicht richtig erklärt, was die machen? Doch, die haben mir schon gesagt, was sie machen. Dass sie was amputieren müssen. Aber wie viel haben sie mir nicht gesagt. Ach so, dir war das Ausmaß gar nicht so klar? Nein. Wie viel, also die, über die Hälfte ist weg, sagst du? Das heißt also, wenn ich die Hose runterlasse, du siehst es, auf Deutsch gesagt, nur noch meinen Hodensack. Aha, also es ist fast alles weg. Ja. Als du das dann, ich meine... Die ersten Tage war es ja alles verbunden wahrscheinlich noch, aber als du dann zum ersten Mal gesehen hast, wie viel weggeschnitten wurde, dass fast der ganze Penis weggeschnitten wurde, wie hast du das denn da empfunden? Och, ich bin in der Beziehung relativ ruhig. Nur, mein anderes Problem ist ja, ich bin ja auch noch verheiratet. Ja. Und meine Frau ist 13 Jahre jünger als ich. Ja. Das heißt also jegliche Sexualität, so wie man sie sich das, wie man sie vorher, vergessen. Das ist vorbei. Ja. Das heißt, so medizinisch hast du dich damit arrangiert, also dass der Harnausgang auch nach unten verlegt wurde. Da kann ich mit umgehen. Mein Problem ist nur immer, egal in welcher Stadt du bist, wenn ich dann wirklich pinkeln muss, ich sage das mal so ganz ordinär, ja, irgendwo eine Möglichkeit zu finden. Ich kann mich nicht mehr wie jeder andere Mann mal eben schnell hinter Baum stellen. Nee, das ist so wie bei den Frauen dann. Das heißt, du musst immer eine Toilette irgendwo suchen oder dich hinhocken. Ja, und das Schlimme ist ja, geh mal durch die Großstadt oder fahr mal durch die Großstadt. Ja. Raus aus der Bahn. Ja. Denn wenn ich merke, es kommt der Druck, dann muss ich möglichst schnell. Ach so, du kannst das nicht lange einhalten. Nein. Das geht nicht. Aber der Schließmuskel funktioniert noch. Der funktioniert. Ja. Aber du kannst es eben nicht so lange aufhalten. Aber Nein. Dennoch, damit hast du dich irgendwie arrangiert. Richtig. Wie geht denn jetzt deine Frau, du sagst, die ist 13 Jahre jünger, ihr könnt keine klassische Sexualität mehr leben. Wie geht sie damit um? Ach, weißt du, meine Frau ist Krankenschwester. Und die sagt, mitgehangen, mitgefangen. Seit 2 Jahren geht das jetzt so? Hast du den Eindruck, dass eure Ehe dadurch belastet ist? Eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Aber mich belastet es psychisch. Du hast ja deine Hoden noch. Ja. Das heißt, du hast auch noch eine sexuelle Sehnsucht, ein Bedürfnis. Richtig. Ja.
ich kann mir das gar nicht vorstellen. Wie geht man dann mit dieser sexuellen Sehnsucht um, mit dem Bedürfnis um? Ja, das ist es doch eben. Ja, also, ich kann es nicht mehr ausleben. Also hat man dir deine Samenblase zum Beispiel noch belassen? Man hat nur den Penis abgeschnitten. Nur den Penis abgeschnitten. Und den Harnleiter nach hinten verlegt. Das heißt also, es produziert weiter alles ganz normal, wie ein normaler Mann. Das Stückchen Penis, was noch da ist, wenn du in einer sexuellen Sehnsuchtssituation bist, irrigiert das noch oder funktioniert das nicht mehr? Doch. Das irrigiert sogar noch. Dann werden das noch so 4-5 Zentimeter. Hat das für dich macht dir das ein schönes Gefühl, wenn du denn da ranpackst, oder ist das irgendwie tot? Nee, überhaupt nicht. Das bringt gar nichts. Überhaupt nichts mehr. Ich meine, die allerwichtigste Frage ist ja, ob dadurch, durch diesen sehr schweren Eingriff, nämlich durch die Amputation deines Penis, ist der Krebs im Griff? So wie das aussieht, ist er im Moment null. Ich muss nächsten Monat wieder zur Nachsorgeuntersuchung, alle 3 Monate. Was ja schon mal eine sehr gute Nachricht ist. Ne? Was ja das ist richtig. Ja. Also ich finde, das ist eine gute Nachricht. Dann finde ich eine gute Nachricht, dass du sagst, meine Frau hat sich damit auch irgendwie abgefunden. Praktiziert ihr denn irgendeine andere, vielleicht eine orale Sexualität, oder passiert gar nichts mehr? Gar nichts. Das könnte ja durchaus noch passieren, ne? Ja, aber zurzeit nicht. Zurzeit nicht. Nein, dafür habe ich zu viel den Kopf zu. Das heißt, da hast du eigentlich auch gar keine Lust drauf? Nein. Denn dafür habe ich zu viele Probleme. Probleme, aber nicht erst auf die Krankheit bezogen, sondern andere Probleme noch. Die auch damit drumherum. Ja. Also sag es mal konkret, was meinst du mit Problemen? Dass du das immer noch nicht, oder dass du das nicht richtig akzeptieren kannst, was da passiert ist mit dir? Doch, das schon. Aber es dreht sich einfach darum, ich kann nicht mehr vernünftig arbeiten. Das heißt also, ich bin zurzeit noch dienstunfähig. Ja, was hast du gearbeitet vorher? Verwaltungsangestellter, sage ich einfach mal. Ja, und also 30 Jahre EDV. Ja, und das geht nicht nach diesem Eingriff? Nein, ich kann nicht lange sitzen. Ja. Denk mal dran, der Ding sitzt jetzt da unten drunter. Ja? Das heißt, wenn du lange sitzt, hast du Schmerzen. Richtig. Ja. Dann habe ich auch sowieso das Kreuz noch kaputt. Und ich habe eine Klage laufen noch beim Sozialgericht in Duisburg. Ich warte auf das Urteil seit November letzten Jahres. Wegen einer anderen Sache? Ja. Wegen der 100%. Ach so, verstehe. Ja? Also hast du richtig viel um die Ohren. Da vergeht einem dann, obwohl man eine sexuelle Lust hat, vergeht einem die sexuelle Lust wiederum. Richtig, es geht nicht mehr, denn ich will einfach die Rente einreichen. Aber ich kann es nicht machen. Würdest du sagen, Dieter, dass bei allem Schlimmen, was jetzt eingetreten ist, doch irgendwie so die Erleichterung überwiegt, ich habe den Krebs im Griff oder vielleicht sogar besiegt, das kann man ja erst in ein paar Jahren sagen, oder ist eigentlich die Belastung größer? Och nö, nicht unbedingt. Mein Optimismus und mein Sonnenschein ist immer noch meine Tochter. Ja. Ne? Ja, also eher Erleichterung, eher so hoffnungsvolle Stimmung. Ja, meine Tochter ist 16. Ja. Ja. Du kannst ja ausrechnen, ich bin 59. Ja. Sie hat einen Ausbildungsplatz. Ja. Ich finde auch so wichtig, dass ihr beiden, deine Frau und du, dass ihr euch versteht. Es hätte ja auch sein können, dass deine Frau sagt, nee, pass mal auf, jetzt du bist ja kein Mann mehr. Hätte ich mitrechnen müssen. Ja, ich laufe jetzt weg. Genau, ja. Und das ist nicht passiert und das ist gut, finde ich. Nee. Ja. Ich glaube ja, Dieter, wahrscheinlich gibt es gar nicht... Sie hat gerade gesagt, ich bin nicht weggelaufen. Ja, das ist auch sehr schön. Schönen Gruß an Sie übrigens von mir. Okay. Jetzt glaube ich, dass das sicher nicht sehr viele Menschen betrifft, was dir widerfahren ist. Dennoch könnte es sein, dass der ein oder andere zuhört oder zuschaut, der eine Penisamputation hinter sich hat. Wärst du daran interessiert, vielleicht einen Kontakt, einen Austausch zu machen mit einem solchen Mann? Nein. Das nicht? Achso. Sonst hätte ich es dir angeboten, wenn hier sich jemand gemeldet hätte, dann hättet ihr eine kleine Selbsthilfegruppe aufmachen können. Okay. Ja, nein, das bringt einfach nichts. Das heißt, damit muss man alleine zur Rande kommen, meinst du? Richtig. Und sich damit abfinden, lernen. Da muss man selbst mit fertig werden. Ja.
ja, also und Dieter, nicht die Wand hochlaufen. Ja, ich wünsche dir, dass der Krebs weiter im Griff ist. Das heißt, dass er nicht wieder ausbricht. Man sagt ja immer so 5 Jahre, ne? Dauert ja, ja. Das. Aber ich wünsche dir das wirklich von Herzen und gratuliere dir zu deiner tollen Frau. Das ist eine ganz große Stütze, glaube ich. Dankeschön. Alles Liebe und alles Gute von Herzen. Tschüss und mach weiter. Dankeschön, tschüss. Das war der Dieter. Und hier ist Gabi. Und Gabi ist 35. Ja, hallöchen, du mir. Hallöchen, Gabi. Ja, ich wollte mich eigentlich auf die erste Dame beziehen, die heute Abend bei dir in der Leitung war. Ja. Der Fetisch mit dem Polizisten. Und ja. Ich wollte ihr nur sagen, ich kann das sehr, sehr gut nachvollziehen. Oh. Allerdings habe ich das nicht mit Polizisten, sondern ich habe das mit Piloten. Und das müssen auch ganz bestimmte Piloten sein. Das sind also, dürften keine Piloten sein, die jetzt ein kleines Segelflugzeug oder so fliegen, sondern nein. Das beginnt so bei einer Boeing, ja, und endet beim Tornado oder irgendwie. Starfighter, Tornado, ja, so diese Hammergeschosse, ne, die da durch die Luft gehen. Ja, ganz genau. Und ich habe das ja Glück oder auch Unglück, je nachdem, wie man es so sieht. Ich wohne also so circa 3 Kilometer. Von einem Militärflugplatz. Ja, das ist doch ein Traum für dich. Ja, genau. Ne? Und die hier über mein Haus. Wo niemand sonst wohnen will, liegst du im Bett und denkst, wunderbar. Ja. Nochmal. Nicht gerade, Gott sei Dank, aber... und noch ein Tiefflieger. Abend. Ja, ich sehe die also einfach und finde das schon ganz toll. Und fahre denn da dann natürlich auch mal hin, weil das natürlich ganz nah bei mir ist. Beobachte die dann auch mal so heimlich. Aber genau wie bei meiner Vorgängerin, müssten die auch schon die Kutte anhalten. Natürlich nicht gerade den Helm, aber schon so, wie sie sind. Denn sonst haben die einfach den Zauber verloren. Ja, ne? Der Zauber ist die Uniform. Das ist, ja, unter anderem. Wobei, Zusammenhang. Das, also, die sehen ja ganz anders aus. Wenn einer einen Tornado fliegt, sieht er anders aus, als wenn jemand einen Airbus fliegt. Ja, aber ich glaube, da hat das auch wieder so ein bisschen mit Macht zu tun. Ne? Dieses Ding einfach bedienen zu können. Mhm. Und das ist ja bei der Polizei oder beim Polizisten ist es auch irgendwo so. Auch ähnliches. Ja, ja. Auch da eine Machtausübung. Ja. Und ich glaube, das ist ja auch das, was die so fasziniert hat. Ja, Sandra war das. Mhm. Ja, genau. Bist du solo? Nein, ich bin verheiratet. Mein Mann weiß auch, dass ich auf Piloten stehe, aber nimmt das alles nicht so besonders ernst. Also er schmunzelt so ein bisschen drüber. Er schmunzelt da so ein bisschen drüber, aber wenn ich die Gelegenheit hätte und wirklich mal so einen Typen kennenlernen würde, würdest du es machen? Ja, dann würde ich zumindest mit dir mal essen gehen und würd mir da Appetit holen, das auf jeden Fall, ja. Und noch keine Erfahrung in deinem ganzen Leben gemacht? Nein, noch nie. Ich habe mal einmal einen kennengelernt, aber das war mehr so zufällig in der Stadt und der stand neben mir und wir sind ins Gespräch gekommen und da sagte er mir, er fliegt also die Tornados und das hat mich total begeistert. Aber da hatte er keine Uniform. Und der war auch noch sowas von toll, der sah total geil aus, ist aber dann leider versetzt worden und so. Ist dann in eine andere Stadt und als du ihn kennengelernt hast da in der Stadt, als ihr ins Gespräch gekommen seid, hatte er da eine Uniform an? Nein. Umso erstaunter warst du. Das reichte auch schon aus, um meine Fantasie anzuregen. Dass er es gesagt hat. Ich bin es. Ja, das hat schon gelangt. Ja. Ist es bei dir auch schon, die Sandra hat vorhin erzählt, das fing so mit 16 an. Wann fing es bei dir an? Ja, ich habe es gerade schon zu einem deiner Mitarbeiter gesagt, ich kann es gar nicht so genau sagen. Im Grunde genommen, glaube ich, schon immer hat mich das fasziniert. Überhaupt, diese Piloten, diese großen Flugzeuge fliegen, damit fing es eigentlich an. Mhm. Und dann hat es sich so ein bisschen ausgeweitet auf diese wahnsinnig schnellen und geilen Dinger. Und ja, das hat schon was. Das muss doch für dich der absolute sexuelle Irrsinn sein. Diese Vorstellung, dass du mal mit so einem Tornado mitfliegst. Ja, das wäre der Hammer vor dem Herrn. Auf jeden Fall. Aber es gibt gar kein Wort dafür. Nee, das wäre das Nonplusultra. Ich glaube, eine Steigerung wird es nicht geben. Doch, das wäre natürlich das. Wenn du super geil. 40 Minuten mit dem Tornado fliegst, vor dir der Pilot, hättest du 40 Minuten einen Orgasmus? Ja, wenn ich zwischendurch nicht kotzen müsste, vielleicht. Vom Fliegen. Bei Sandra war das ja gerade schon sehr ernst. Ne? Die hatte dafür, das war ganz, ganz fast schon, ja, ganz, ganz, ich habe gesagt, gierig, begierig. Ist das bei dir auch so oder ist es eher so ein Schmankerl? Nein, es ist schon mehr so ein Schmankerl. Ja. Also ganz so verbissen sehe ich das nicht. Ich bin auch glücklich verheiratet. Ich mag meinen Mann so, wie er ist und der muss sich auch nicht in irgendeine Uniform zwängen. Ja. Aber es beflügelt einfach meine Fantasie und das, ich glaube, wie das so sexuell ist, dass mich das sexuell anmacht, das weiß er gar nicht so richtig. Aber das muss er ja auch nicht. Nee, muss man auch nicht erzählen. Nein, wirklich nicht. Genau. Wie ist das denn in deinen Fantasien? Ich habe vorhin die Sandra
mal gefragt, wie viel dürfte der Polizist ausziehen? Da hat sie gesagt, maximal das Hemd oder die Jacke. Ja, und ich sagte ja gerade schon, also maximal den Helm, weil mit Helm auf dem Kopf ist es, glaube ich, schlecht. Aber so, die Uniform sollte schon bleiben, na klar. Ach, und ich möchte diejenige sein, die ihm die auszieht und nicht andersrum. Ah. Und ja. Ich dachte, das war gerade ein Spaß mit dem Helm nur. Aber so meinst du es dann wirklich ernst? Ja, doch, das meine ich. Aber so, ach so, das heißt aber, irgendwann dürfte er dann auch ganz nackt sein. Ja, muss er ja irgendwann. Aber naja. Dann ist es das auch gewesen, ne? Also dann müsste auch wieder gehen und sein Glück ja am nächsten Tag vielleicht neu versuchen mit Uniform. Wenn man da so spitz drauf ist, als Mädel, als junges Mädchen auch, ja. Würde ich mir vorstellen, dann sucht man doch irgendwie Kontakt. Vielleicht jobbt man mal im Flughafen irgendwo oder man versucht irgend so eine Nähe zu finden. Hast du nicht gemacht? Nee, habe ich nicht gemacht, aber das brauchte ich auch nicht, weil ich habe ja meinen Mann gefunden und das ist einfach ein Ding, was in der Fantasie so mitläuft und irgendwo unsere Beziehung ja auch ein bisschen beflügelt. Ja. Jeder hat ja seine Fantasie. Klar, bei mir ist es eben das, ne, und bei jemand anderem ist es das, aber in den seltensten Fällen lebt man sie nun auch so oder gerade mit demjenigen aus und dann hätte es auch, glaube ich, den Reiz verloren. Also so ist es schon schön, es ist eine Fantasie und soll eine bleiben. Soll auch so bleiben. Okay, so. Du hast gerade ein interessantes Stichwort gebraucht. Das hatte ich auch im Kopf, als Sandra vorhin gesprochen hat. Es hat was mit Macht und vielleicht auch Unterwerfung zu tun. Ne? Mit Macht und Unterwerfung hat es zu tun. Ja, natürlich. Ne? Ja, natürlich. Das ist vielleicht auch so ein bisschen die Sehnsucht nach einem starken Gegenüber, bei dem man sich auch mal klein fühlen kann und bei dem man vielleicht nicht so die Große sein muss. Und, bist du die Große bei deinem Mann? Ich denke, wir sind gleich. Gleich, ja. Weil das ist ja auch so die Grund, so ein Grundkonstrukt für eine Sadomaso-Beziehung. Ne? Dass man eher so den Dominanten sich ersehnt und man sich sich bewusst klein macht und sich behandeln lässt und so weiter. Ne? Ja. Also so einen kleinen Touch hast du davon. Ja, doch. Ja? Das, so ein bisschen hat's was davon, ja. Aber alles nett in der Fantasie und nett in der Fantasie und gut mit eingepackt in meinem Kopf. Genau, und du freust dich schon über jeden Tiefflieger und das reicht dann ja, auch. Ja, genau, das reicht mir dann schon, wenn ich die dann auch mal sehe und doch, das langt mir. Gabi, schön, dass du angerufen hast. Ja, und alles Gute. Gefreut. Dir auch, bis dahin. Dankeschön, tschüss. Jetzt geht's weiter mit René. Und René ist 25 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo René. Hallo Domian. Hallo René. Na, um was geht's bei dir? Bei mir geht es darum, also ich sehe deine Sendung ja sehr oft. Mhm. Und dabei gibt es immer wieder Leute, die von Selbstmord reden und Selbstmordversuche hinter sich haben und auch in einem tiefen Loch stecken und es vielleicht nochmal versuchen würden. Und ich denke auch, dass viele Selbstmordkandidaten zuhören, weil es gibt immer traurige Menschen, die in irgendeinem Loch stecken. Ja. Und ich habe einen Suizidversuch hinter mir. Das ist das übliche Motiv gewesen. Die Freundin. Liebeskummer? Richtig. Die Freundin geht fremd, ist beim anderen und reagiert nicht aufs Handy und will einfach auch nichts mehr von wissen. Und man weiß, dass die bei dem ist. Und das ist natürlich ziemlich hart. Und wann war das? Das war vor circa 3 Jahren. Ja. Was hast du gemacht? Wie hast du versucht, dir das Leben zu nehmen? Dazu muss ich vorab mal was sagen. Ich habe besondere Fähigkeiten. Das ist eine Art Grenzwissenschaft. Manche werden mir das jetzt nicht glauben, aber ich kann Astralreisen unternehmen. Das heißt, ich kann meinen Körper verlassen. Oh. Ja, ich kann aber auch noch andere Fähigkeiten, aber dazu kommen wir vielleicht noch. Ich hatte schon mal jemanden, der mir das erzählt hat. Ja? Ja, ich hatte schon mal einen Gesprächspartner, der hat auch gesagt, er könnte seinen Körper verlassen. Also der Körper bleibt dann da liegen, aber sein nicht physikalisches Ich, sage ich mal, kann sich entfernen. Ganz genau. Und so bist du auch drauf? So bin ich auch drauf. Das kann ich machen, mache ich nicht sehr oft, weil es auch immer irgendwo mit Angst verbunden ist. Kurze Frage. Kann ein anderer deinen, wir nennen ihn Astralleib, sehen? Ja, natürlich. Dann der ist dann regungslos. Dein richtiger Leib ist regungslos. Mein richtiger Leib ist regungslos. Ach, mein Astralleib, den kann man natürlich, ich glaube nicht, dass man den sehen kann. Achso, sonst hätte ich mir einen Vorschlag gemacht. Du kommst jetzt hierhin. Mhm. Nee, geht leider nicht. Das weiß ich nicht. Das wäre natürlich scharf. Dann hätten wir endlich den Beweis, dass es sowas gibt. Ich würde dich sehen und die Fernsehzuschauer würden dich auch sehen. Ich bin ja dann mit meinem Astralkörper auch, also es ist ja auch kein Körper mehr. Ja, ja. Ich bin ja dann in einer anderen Dimension. Ich kann auch in diese Welt zurückschauen. Ich kann zum Beispiel auf mich sehen, auf meinen Körper. Ja. Das geht schon. Aber bevor wir das jetzt vertiefen, die Frage war, wie hast du versucht, dich umzubringen? Gut, also wie gesagt, also man muss einfach mal davon ausgehen, dass ich diese Astralreise unternehmen kann. Ich kann praktisch meinen Körper verlassen. Gut, dann war für mich natürlich zu dem Zeitpunkt, als ich mich umbringen wollte, war das für mich ein einfacher Weg. Ich habe mich dazu entschieden, anstatt mit einem Auto gegen einen Baum zu fahren, den Weg zu nehmen,
praktisch meinen Körper zu verlassen und nicht wieder zurückzukommen. Ich wollte praktisch übertreten. Ja. Und nachdem Freunde von mir vor kurzem verstorben waren beim Autounfall und so weiter, kein Selbstmord, dachte ich mir, das wäre doch optimal, dann siehst du sie auch wieder und so weiter. Mhm. Und ich habe meinen Körper verlassen. Das hat geklappt, so wie ich das bei Astralreisen immer mache. Das ist mit ein bisschen Konzentration und Aufwand und auch Zeit verbunden. Mhm. Und als ich dann wirklich in der anderen Dimension war, man kann es schwer beschreiben, was sich dort abgespielt hat. Ich würde es irdisch so beschreiben, als würde man von einer Horde von Menschen, auch Menschen, die man nicht kennt, übelst zur Sau gemacht, angeschrien, niedergemacht. Die haben gesagt, dich wollen wir hier noch nicht haben. Ganz genau. Also man wurde übelst beschimpft. Und hey, du feige Socke. Es ist ungefähr so, wie wenn du mitten in einem Kreis stehst von so vielen Leuten und die würden dich mit Steinen beschmeißen. Ja. Und du hättest überhaupt keine Chance mehr. Also das ist ein sehr, sehr... Da hast du gleich die Kehrtwende gemacht und wieder zurück ins richtige Leben. Ganz genau. Und unter diesen vielen Leuten waren auch vorne dran gestanden, sage ich jetzt mal so, dass man sich bildlich vorstellen kann, waren an vorderster Front die Mitschimpfer, eben auch Freunde, die schon verstorben waren. Ja. Tote, die ich auch gekannt habe, also vier Stück waren dabei. Also das sollte den Sinn haben, dass die sagen, hier komm, geh zurück ins Leben, da ist deine Aufgabe und verpiss dich nicht so einfach von da unten. Ja, und das ging noch über das hinaus, man wurde wirklich richtig angeschimpft und man wurde eindrücklich gesagt, dass das keinen Sinn macht, dass das schlecht ist und dass es einem dann auch nicht gut gehen würde danach, weil man dort oben auch nicht geachtet wird. Ja. Also ich sage jetzt mal da oben, weil man immer sagt, da oben sind die alle. Ja. Das ist natürlich nicht oben, das ist überall. Ja. Mhm. Man wird dort nicht geachtet. Das ist doch eigentlich eine schöne Lehre, ne? Ganz genau. Ja. Und das ist das, was mich immer irgendwo... Warum soll ich das für mich behalten? Okay, ich habe hab das Leuten schon ein paar Mal erzählt, die wirklich in diese Krise stecken, weil jemand anders hört einem da sowieso nicht zu. Ja. Und mit sowas wie diesen Grenzerfahrungen brauche ich sowieso niemandem etwas erzählen, weil die nehmen nicht ganz voll. Ja, ist interessant. Das ist interessant. Ich finde, einerseits lachen die Leute immer. Jetzt werden wahrscheinlich auch viele vorm Fernseher sitzen und denken, mein Gott, was labert der da? Was labert der für einen Schrott? Andererseits besteht bei den Leuten ein irres großes Interesse für diese Bereiche. Und ich glaube, wenn jemand schon glaubhaft von solchen Erlebnissen erzählt, hören die meisten Menschen auch zu und denken, naja, kann ja vielleicht sein. Vielleicht auch nicht, aber vielleicht ist es seine Realität, er hat da was erfahren. Also ich würde es nicht so wegwischen, dass alle sagen, das ist Quatsch. So glaube ich das nicht. Jetzt lass mich aber mal fragen mit deinen Astralreisen. Wie habe ich mir das vorzustellen? Du liegst ganz flach zum Beispiel auf einem Bett, machst die Augen... Ich kann auch aus dem Sitzen raus. Na gut, bleiben wir mal bei der Vorstellung Bett. Du liegst, machst die Augen zu und konzentrierst dich dann ganz intensiv. Und dann siehst du selbst, wie du quasi so nach oben schwebst, aber dein richtiger Körper, der bleibt unten liegen. So ungefähr, richtig. Und wohin kannst du dich dann bewegen? Also wohin kann dieser feinstoffliche Körper, dieser Nebelkörper sich bewegen? Muss ich sagen, eigentlich würde ich sagen, wie ich will, weil ich bis jetzt immer alles machen habe können, was ich wollte. Aber ich kann es nicht bestätigen, weil ich noch nicht spezielle Sachen gemacht habe, weil bei mir ist es immer mit Angst verbunden. Ich entferne mich nicht gerne sehr weit von meinem Körper weg. Aha. Das Weiteste war, würde ich jetzt mal sagen, so, ich beobachte ihn ja auch, ich möchte ihn nicht aus den Augen verlieren, so vielleicht 50 Meter. Ach so, also ich habe mich noch nicht in irgendwie andere Räume oder in andere Städte oder so gebracht. Ich weiß nicht, ob das geht. Da würde dir ja ein riesen Repertoire von Möglichkeiten vor... Deswegen will ich darüber auch nicht reden. Was ich nicht weiß, kann ich nicht sagen. Ja. Aber ich habe zum Beispiel auch schon mal auf einer Parkbank das gemacht und hat mich dann schön entfernt und bin da so am Ufer entlang bei den Bäumen da. Das war super schön. Dann ist eine Frau mit einem Hund vorbei spazieren gekommen. Ja. Also ich habe gesehen, wie die von Weitem kommt. Ja. Und dann hatte ich natürlich wieder Panik. Ja? Ich muss zurück in den Körper, wenn die mich leblos da auf der Parkbank sieht. Ja, sicher. Vielleicht ist es letztendlich auch gar nichts großartig Übernatürliches, sondern einfach eine perfekte Meditation, die dir das so erscheinen lässt. Kann ja auch sein. Nun gut, aber dafür erscheint mir das Ganze doch zu komplex und mit Dingen bespickt, die fast unmöglich sind. Wie auch immer, jedenfalls die Lehre, die du jetzt daraus gezogen hast. Die ist für mich eine hohe Tragweite. Ich würde mich nie wieder umbringen. Ja, finde ich auch toll. Finde ich für dich auf jeden Fall eine ganz tolle Erfahrung. Ja. Und für dich auch eine ganz überzeugende Erfahrung. Ne? Ja, und ich hoffe, es hat auch noch andere Leute überzeugt, weil es ist wirklich nicht nur so, dass es einfach nur unschön ist oder dass dir jemand sagt, Mensch, deine Zeit ist noch nicht vorbei. Ja. Das hört man ja auch so von normalen Menschen. Ja. Aber ich habe direkt erfahren, dass man dort oben praktisch auch nicht, also ich sage jetzt mal oben, wie gesagt, dass man praktisch geächtet wird irgendwo. Eben nicht, nicht willkommen ist. Man ist nicht willkommen und man ist, glaube ich, irgendwie unerwünscht auch. Ja. Abschlussfrage noch. Du bist 25 Jahre. Wann hast du zum ersten Mal bemerkt, dass du sowas kannst? Circa mit 15, 16. Hat sich das durch Zufall so ergeben?
durch Zufälle, die immer häufiger wurden, bin ich erstmal drauf offen geworden, darüber nachzudenken und habe dann in dem Moment, wo man das natürlich realisiert, testet man es aus. Ja. Und wenn es dann so häufig irgendwo funktioniert und sich das alles zu einem Ganzen ergibt, dann macht man sich natürlich auch schlau und verfeinert diese Fähigkeiten. Ja. Ja, ja. Also, ich finde nicht, dass du ein Spinner bist. Du hast eine gute Erfahrung gemacht und für dein Leben ist das eine wichtige Sache und insofern respektiere ich das. Okay. René, alles Gute. Danke. Tschüss. Simone, 22, hallo. Hallo Domian. Ist da Simone? Nee, Simon ist. Ach, Simon. Ich war schon gar nicht ganz irritiert. So eine Männerstimme? Ja, ich bin auch ein Mann. Richtig, ja. Ja, Simon, also hier ist Simon, der Mann. Ne? Genau. 22 Jahre alt. Ja. Ja. Simon, um was geht's? Ja, ich habe irgendwie, mir fällt das so ein bisschen schwer, darüber zu reden. Ich habe halt ein Problem mit meiner Freundin bezüglich dem Sex. Mhm. Und zwar verstärkt sich das bei ihr immer, dass sie Sex mit Gegenständen möchte. Und ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Mir gefällt das nicht so richtig. Was meinst du? Was meinst du damit, Sex mit Gegenständen? Ja, sie sagt halt dann, wenn wir so ein bisschen beim Vorspiel sind oder auch währenddessen, mach's mir doch mal jetzt zum Beispiel mit der Fernbedienung oder mit dem Telefon. Mit der Fernbedienung mit dem Telefon? Ja, das erregt sie. Ich weiß auch nicht. Mhm. Mit Flaschen. Ja. Es ist seltsam. Also ich weiß absolut nicht, wie ich damit umgehe. Wie lange soll. Seid ihr zusammen schon? Wir sind 2,5 Jahre zusammen. Hat sie da ist sie da so allmählich mit vorgerückt oder war das von Anfang an klar, dass sie da Spaß dran hat? Nee, das ist so in dem letzten halben, dreiviertel Jahr ist das durchgekommen. Ja. Und also wir haben ja schon so ein bisschen heute Abend das Thema Fetisch hat sich jetzt so ergeben. Ne? Das ist, glaube ich, auch ein Fetisch, dass Menschen auch Spaß haben, sich irgendwie mit Gegenständen zu befriedigen oder die mit einzubauen in das Liebesspiel. Glaube ich schon, dass das sicherlich einige Menschen haben, bestimmt. Ja, nur ich weiß absolut nie, wie ich damit umgehen soll, weil das für mich halt auch eine total ungewohnte Situation ist. Ich weiß auch gar nicht, ob mir das richtig Spaß macht. Also wenn sie sagt, hier, nimm mal die Fernbedienung und verwöhne mich ein bisschen mit der Fernbedienung, machst du's? Ich mache mit, ja, mache ich. Ich mache das für sie. Aber dir bringt das nichts? Nee, mir im Endeffekt bringt es nichts. Ja, kann ich verstehen. Da ist immer die Frage, wie weit man auf den anderen eingehen kann. Ihr macht's dann Spaß? Also, was heißt das Fernbedienung? Du nimmst die Fernbedienung und versuchst sie dann an ihrem Geschlechtsteil mit der Fernbedienung irgendwie zu streicheln, zu berühren und so weiter. Zu stimulieren, führe die Sachen auch ein. Insofern, soweit das geht. Ja. Ja. Es bleibt ja auch nicht nur bei der Fernbedienung. Es sind ja auch so abstruse Sachen. Wenn ich das mal kurz erzählen darf, es war eine Geschichte, wir waren im Wohnzimmer, wir haben einen kleinen Wohnzimmertisch und hatten halt Sex auf diesem Wohnzimmertisch und der ist umgefallen und dann ragten da diese 4 Tischbeine entgegen und da meinte sie, ich hätte Lust jetzt auf so ein Tischbein. Es war für mich halt, es hört sich... Ist man erstmal irritiert als Freund, ne? Ja, es ist seltsam, es ist wirklich seltsam. Habt ihr da... Entsteht das immer nur so in den sexuellen Situationen oder habt ihr da auch schon mal bei wachen Sinnen drüber gesprochen? Es ist meistens eigentlich nur in so sexuellen Situationen. Es kam auch schon mal vor, da saßen wir zusammen und haben einen Film geguckt und dann irgendwann meinte sie, ja, oh, ich hätte da jetzt Lust auf so eine dicke Kerze. Und also es ist ganz, ganz komisch geworden in letzter Zeit bei ihr. Also ich frage deshalb, ob ihr im wachen Zustand, im klaren Zustand schon darüber gesprochen habt, um einfach rauszukriegen, für dich, dass du rauskriegst, wie sehr wichtig das für sie ist. Ja, frag doch, redet doch mal ganz klar darüber. Ich meine, das ist so ungewöhnlich ist es nur auch nicht. Es gibt viel schrägere Sachen, dass Frauen oder auch Männer da, wie gesagt, irgendwie Gegenstände mit einbauen in den Sex, ist nur nicht so der krasse... Ja gut, aber ich meine, das ist ja auch in Ordnung, wenn man Vibratoren benutzt oder sonst, aber Tischbeine, Kerzenständer, natürlich. Ich meine, das sind dann ja schon Sachen, wo man denkt... Ja, deswegen frag sie doch mal, wie stark diese Affinität ist bei ihr und wie sehr sie es braucht,
ob das ausreicht, wenn du ab und zu mal ein bisschen mit einbaust oder ob sie einfach nur verrückt darauf ist, ob ihr der normale Sex auch Spaß macht. Das ist doch interessant, das rauszukriegen von der eigenen Freundin. Und dann kannst du dich entsprechend ja auch verhalten, wenn die völlig jeck drauf ist, das machen zu wollen. Ja gut, dann musst du irgendwann sagen, ja kann ich nicht, mir bringt das nichts. Aber wenn das so ein bisschen ist, dann, Gott ja, dann kannst du ihr das zuliebe ja auch machen. Ich mache das ja auch ihr zuliebe. Ja, aber krieg doch noch raus, wie stark das bei ihr ist, das Bedürfnis. Ich denke, das ist sehr stark bei ihr. Ja, aber du weißt es ja nicht genau. Ja, aber das ist natürlich auch ein bisschen, man redet da vielleicht auch nicht so ganz gerne drüber. Aber ich würde sagen, mach das erstmal, um das rauszukriegen. Ja, aber ich weiß auch, das ist ja mein Problem. Das ist ja auch das Problem, warum ich gerade bei dir angerufen habe. Mhm. Ich weiß einfach nicht, wie ich damit umgehen soll, wie ich dann auch mit ihr darüber reden soll. Habe ich ja auch schon drüber nachgedacht. Indem du die klare Frage stellst, hier, Mädel, wie sehr beschäftigt dich das eigentlich? Ist das eigentlich ein Hauptteil deiner Sexualität? Wenn du frei entscheiden könntest, würdest du am liebsten nur mit solchen Sachen? Oder wie sieht's bei dir aus? Das ist die Grundfrage. Und dann kommt ihr ins Gespräch. Ja, ne? Nee, nicht aber jetzt. Genauso musst du es machen, Simon. Ja. Es ist halt so. Na Gott, so schwer ist es ja nun auch nicht. Ihr seid 2,5 Jahre zusammen, sagst du. Da kann man doch über sowas reden, mein Gott, und genau fragen. Ja, natürlich. Das ist halt nur so eine. Ich habe noch nie eine Freundin gehabt, die. Ich verstehe ja schon dein Unbehagen oder deine Befremdung. Aber das ist ja gerade mein Problem und da sollst du mir ja gerade helfen. Da habe ich dir gerade einen Ratschlag gegeben. Du musst ja erstmal wissen, was los ist, was Sache ist. Und du stocherst ja ein bisschen im Nebel noch. Du weißt ja gar nicht, wie stark ausgeprägt das bei deiner Freundin ist. Sehr groß. Ja, aber ihr habt noch nicht richtig miteinander geredet. Und jetzt reden wir ein bisschen im Kreis. Ich finde, das musst du erst zuerst machen. Und dann muss man weiter gucken. Und dann reden, wenn es jetzt, nehmen wir mal an, es ist ganz stark ausgeprägt, dann rufst du mich nochmal an und wir telefonieren miteinander. Okay? Das wäre ja eine richtig gute Idee. Eine richtig gute Idee. Lieber Simon, alles Gute. Ich habe noch. Jetzt ist er weg. Jetzt ist er weggebrochen. Na gut, dann geht's weiter mit Rolli. Und Rolli ist 28, hallo. Ja, hallo Domian. Du bist Nein. da, obwohl es gerade auch schon piepte. Egal, ja. Ich höre dich. Rolli, um was geht's bei dir? Auch um das Thema Selbstmord. Ja? Bist du selbst auch betroffen? Bist du betroffen? Ja. Gehst du ein bisschen näher ans Telefon dran? Ich bin aber nicht suizidgefährdet, sondern mein bester Kumpel hat sich letzte Woche umgebracht. Und ich wollte jetzt mal darüber sprechen, auch um den Leuten, die darüber nachdenken, zu sagen, was den Hinterbliebenen, den Freunden, Verwandten und so weiter, was da los ist. Das war dein bester Freund, kann man das sagen? Ja. Ja. Ihr wart wie lange befreundet? Also 7, 8 Jahre waren wir befreundet. Ja, also richtig enge Freunde. Alles durch dick und dünn gegangen und man hat sich alles erzählt und so weiter. Ja, man hat viel zusammen gemacht, alles erzählt, viel Hilfe, gegenseitig. Und dann auch mal ein Jahr auf zwei auch mal Funkstille gehabt und dann rief einer wieder an und sofort war wieder alles beim Alten und so. Und hat er sich das Leben genommen? Ja. Wie hat er das getan? Ja, der hat, nachdem wir einen kurzen Streit hatten, uns ausgesinnt hatten, hat er mir gesagt, er könnte sich jetzt in sein Auto setzen und alles abkleben und vergasen. Ihr hattet einen Streit und habt euch ausgesöhnt. Ja. Und dann hat er gesagt, am liebsten würde er sich, obwohl ihr euch ausgesöhnt habt, ins Auto setzen und sich mit dem Gas zu knallen. Eben. Weil er auch zu dem Zeitpunkt oder an dem Tag noch Stress mit seiner Freundin hatte. Ich wollte ihm da eigentlich ein bisschen helfen, so. Weil er war massiv jünger als ich und. Wie alt war er? 21. Ja. Und ich wollte eigentlich für ihn da sein wieder. Und was hat er dann getan? Er hat zuerst gesagt, er bräuchte nicht und hat dann Zukunftspläne geschmiedet und alles. Und dann bin ich nach Hause gefahren, weil ich. Ich habe mir
so weiter nicht viel bei gedacht. Mhm. Und dann habe ich am anderen Tag ihn anrufen wollen, nicht erreicht. Und dann habe ich seinen Bruder angerufen, der mir dann sagte, dass sie nicht in die Garage reinkommen. Und da habe ich ihm Bescheid gesagt, hat er das wahrgemacht. Also er hat das so gemacht, wie er das vorher gesagt hatte. Ja. Er hat sich dann vergiftet mit den Abgasen seines Autos. Ja. Und er hat es quasi dir gesagt, ich würde es jetzt am liebsten machen. Ja, genau. Hast aber dann gleich gesagt, ich brauche es ja nicht. Mhm. Machst du dir Vorwürfe, dass du irgendwie nicht richtig oder nicht genug vielleicht gehandelt hast? Eigentlich nicht. Ich frage mich nur andauernd, ob ich da vielleicht doch hätte was tun können, aber Vorwürfe, ich weiß nicht. Mhm. Ich glaube, das ist auch völlig normal, dass man das fragt. Es hat so ein guter Freund von dir hat das getan. Du hast gerade am Anfang gesagt, du wolltest darüber erzählen, auch den anderen Leuten erzählen, was bei den Zurückgebliebenen dann so ausgelöst wird, was da los ist. Wie empfindest du im Moment? Oder wie hast du empfunden, als du das erfahren hast? Also wie ich das erfahren habe, da war ich live mit dem Bruder am Telefon und der hat den dann gefunden auf meinen Raten hin. Mhm. Im ersten Moment habe ich nur noch gedacht, ich wohne ein paar Kilometer entfernt und wollte mit dem Auto hinfahren. Mhm. Und dann hat der Bruder mich zurückgerufen und auch schon gesagt, dass er definitiv tot ist, weil er war auch schon mit Leichenstarre und so. Mhm. Und, ist es jetzt so ein Gefühl tiefer Traurigkeit? Ja. Ganz tiefer Traurigkeit? Meistens, ich bin jetzt schon die ganze Zeit so bedrückt durch die Gegend am Rennen. Mhm. Gibt mal ein paar Momente, wo Leute um mich rum sind, die mich ablenken und dann lachen die und machen Witze. Mhm. Und dann komme ich auch nochmal raus und lache auch nochmal. Aber gibt es auch so Momente, dass du ein bisschen Zorn auf ihn hast, dass er auch dir das angetan hat? Die hatte ich mal ganz kurz. Ja. Mhm. Ich bin mehr traurig. Ist denn mittlerweile, verstehst du, ist klar, warum, was der wirkliche Grund nun war, warum er das getan hat? Der einzige Anhaltspunkt ist jetzt definitiv wohl seine Ex-Freundin oder Freundin. Das war ein bisschen in der Schwebe da. Also Liebesgeschichten, Liebeskummer. Liebeskummer, aber... Ja. Irgendwie kommt da immer wieder auf, dass er wohl noch mehr gewesen ist, wovon er auch mir nichts gesagt hat. Was deutest du damit an? Ich weiß es nicht. Ja, du hast ja irgendeinen Anhaltspunkt, sonst hättest du es nicht gesagt, dass da noch mehr ist. Was könnte das denn sein? Ich höre es aus verschiedenen Ecken, dass da wohl noch mehr gewesen sein muss. Aber... Was spekulierst du? Irgendwelche kriminellen Sachen oder Schulden? Ja, ich schätze mal höchstens, er hat seinen... Führerschein verloren, weil er betrunken Auto gefahren ist und Crash gebaut hat, ohne mit dem abgemeldeten Auto. Und das war auch der Grund, warum wir Streit hatten. Er wollte dann, wo sein Lappen noch weg war, dasselbe nochmal tun. Mhm. Und vielleicht, dass er sich da... Vielleicht kam eins zum anderen an. Und ja. Er ist... Ich weiß nicht, ob es jetzt wirklich so war oder nicht. Ich glaube, das ist ja auch was du gerade gesagt hast am Anfang. Dass natürlich, ich verurteile nicht jeden Menschen, der sich das Leben genommen hat. Es gibt sicher eine Entwicklung des Lebens, die in einer derartigen Not mündet, dass Menschen so etwas tun. Und das hat man dann auch zu akzeptieren. Aber es gibt auch so viele, die es irgendwie im Affekt machen. Irgendwie. Und natürlich nicht darüber nachdenken, was sie auch den Menschen, die ganz nah an dieser Person sind, was sie den Menschen antun. Die Menschen, die sie vielleicht lieben. Und das war dein Freund und es war eine Freundesliebe sicherlich, kann man ja auch sagen. Ja. Du bist sehr traurig, immer noch. Es natürlich. Geht ja nicht nur mir, sondern die Familie von ihm, die ist völlig fertig. Mhm. Gestern war Beerdigung und das... Mhm. Der Bruder in meinen Armen sogar noch zusammengeklappt, den haben wir nachher noch wegtragen müssen, ja. Rettungswagen kommen lassen und sowas. Die Freundin von ihm, die ist auch genauso fertig und viele Freunde, denen geht es nicht anders. Mhm. Also im Moment
Ich möchte was vorschlagen, Rolli. Wir beenden das mal hier auf dem Sender und wir rufen dich gleich nochmal bei dir an. Bist du einverstanden? Ja. Okay, dann legst du auf und ich sag bis gleich. Alles Gute. Danke. Tschüss. Melanie, 30 Jahre alt. Hallo. Hallo, Domian. Hallo, Melanie. Was ist dein Thema? Ja, ich nehme ein bisschen Bezug auf heute und auf gestern. Und zwar stehe ich auch sehr auf Brusthaare, Uniformen und Muskeln, so Bodybuilder-Muskeln. Also da kommt ja eine ganze Menge zusammen. Ja, gestern hatten wir ja die Frau, die auf Dreitagesbärte steht. Ja, genau, die habe ich gehört und ich glaube, es war noch eine andere, die auf Brusthaare. Nee, das war dieselbe. Ach, das war dieselbe, okay. Ja, die stand auf Brusthaare und überhaupt auf Haare. Ja, genau, ne? Okay, genau. So bist du auch. Ja, doch. Ne? Also Muskeln. Ja. Der Mann muss Muskeln haben. Genau. Keine Bodenstangen. Um Gottes Willen. Um Gottes Willen. Kein Harald Schmidt. Kein Harald Schmidt. Also es muss ein Muskel, also so ein Götz-George-Typ, ne? Das ist schon nicht schlecht. Ja, die Richtung. Die Richtung, ne? Dann muss er Brusthaare haben. Ja, sehr schön. Schön wollig, also richtig viel. Na, ist egal. So ein bisschen. Ein bisschen, ja. Also es muss schon ein Mann sein, ne? Ja. Wie ist es mit dem Gesicht? Muss er da auch, also so drei Tagesbart, würde dir das auch gefallen? Egal, das ist nicht so wichtig. Wie ist es mit der restlichen Behaarung am Körper? Ist das auch wichtig? Nee, gar nicht. Gar nicht. Also er könnte im Intimbereich rasiert sein. Das ist mir auch egal. Es geht mir wirklich nur um ein breites Kreuz, eben um jemanden, der auch ein bisschen was darstellt, der ein Mann ist, und der eben auch kuschelig ist. Also ich stehe jetzt nicht unbedingt so auf diese Bodybuilder, die auf die Bühne gehen oder so, die dann so ganz ausgetrocknet sind und die Äderchen schon hervorspringen. Also es darf auch keiner Bierbauch sein. Ach so, das schon. Aber Bierbauch schon, aber Muskeln, breite Schultern, damit die süße kleine Melanie sich da ankuscheln kann. Genau, ne? Richtig. Genau, und damit sie schön beschützt wird, so wie ihr Frauen das gerne habt. Genau. Ja. So, aber auch auf Uniform. Mhm. Welche Uniform? Ach, das ist eigentlich mir auch egal, also ob jetzt Soldat oder Türsteher oder einer meiner Freunde ist Justizbeamter im offenen Vollzug. Selbst das macht dich an. Finde ich gut. In was für ein Wespennest haben wir heute denn da gestochen? Ihr Frauen steht alle auf Uniform, das ist ja Wahnsinn. Total, also das kann ich total gut nachvollziehen. Der Hammer ist auch noch, dass ich eigentlich Medizinstudentin bin und eher so der intellektuelle Typ bin. Ja. Und dann natürlich mit meinen ganzen Ex-Freunden und Ex-Beziehungen natürlich meine ganze Umgebung, sprich Familie und Freunde, immer schockiere. Und ich dann mit diesen Bodybuildern oder so ankomme oder Bauarbeitern, das ist mir alles egal. Die passen ja gar nicht so zu diesen ganzen Intellektuellen. Genau, ne? Die denken, Christina, oh Gott, ist das Christina gesagt, ich habe meinen richtigen Namen gesagt. Nein, du heißt ja Melanie. Hier steht Melanie. Ja, also, ja genau. Ja. Und die sagen, oh Gott, das passt doch gar nicht zu dir. Und, was antwortest du denen dann? Ja, ich muss ja mit ins Bett gehen und hast du im Moment eine Beziehung? Nee, momentan gerade nicht. Nee. Aber es waren immer so Typen, wie du sie gerade beschrieben hast? Ja, doch, überwiegend. Ja. Also gerade auch in den letzten Jahren. Aber nun kann man ja schon sagen, okay, insofern haben die Freunde vielleicht nicht so ganz unrecht. Funktioniert es denn dann auch so geistig, dass ihr euch auseinandersetzt und euch gut unterhalten könnt? Ach, man kann auch Spaß haben mit jemandem und auch sich gut unterhalten können, der jetzt vielleicht nicht irgendwie Gedichte vorlesen kann oder so. Also, ich meine. Ja, natürlich. Ich frage dich ja, ich sehe es genau wie du, aber ich frage es ja nur. Ja, also man muss sich dann eben seine intellektuellen Anreize oder so. Die holst du dir woanders. Ja, genau. Ja. In der Uni oder durch Freunde oder was weiß ich. Ich habe jemanden zum Kuscheln zu Hause. Ja, und nicht nur zum Kuscheln, ne? Auch zum knallharten Sex wahrscheinlich, ne? Ja, naja, ach, das ist alles relativ. Also ich finde, man muss sowas auch tolerant sehen, weil sonst kommt man da auch nicht weiter, ne? Also eben auch, was dann diese eine Frau sagte, dass sie eben nur speziell auf Polizisten steht, halte ich für sehr schwierig. Da wird sie nicht weiterkommen. So. Guter Rat von Frau zu Frau. Genau. Mit den Uniformen, hast du denn auch schon einen Typ gehabt, der Uniformträger ist, real, der also im Leben auch eine Uniform anzieht? Ja, habe ich doch gesagt, meine Ex-Freunde waren doch... Eine Bauarbeiter, hast du gerade gesagt, und sowas... Ja, Justizbeamte oder Soldat. Ich hab das Beispiel das nur so gerade verstanden. Nee, ach, das waren mit denen hast du richtig was gehabt schon. Ja. Mhm. Ach so, also richtige Lover waren das von dir. Richtige. Ja. Mhm. Ah, ich dachte, das wären nur so Bekannte oder als Beispiel. Nö. Ach so. Waren schon Ex-Freunde oder eben auch nur mal Affären, je nachdem. Ja. Nehmen wir mal den Justizvollzugsbeamten. Mhm. Musste der dann im Bett auch die Uniform anlassen? Nö, hätte aber machen können.
Was damals habe ich das irgendwie noch gar nicht so angesprochen. Ja. Das ist jetzt das schon ein bisschen länger her und da habe ich das noch gar nicht so zugegeben. Aber es hat dich so unterbewusst heiß gemacht, ne? Genau. Ja. Also jetzt erst in den letzten Jahren habe ich das zugegeben und schon mal angesprochen und so. Also wenn du durch die Stadt gehst so, dann zoomst du auch mit den Augen so um. Das muss ein Kerl mit breiten Schultern sein. Mhm. Und wenn die noch eine Uniform anhaben, dann ist das für dich auch der schönste, die schönste Entdeckung, ne? Ja. Ja, obwohl meistens lerne ich die dann doch eher auch in Diskotheken kennen oder auch im Türsteher und so. Und funktioniert das bei dir denn auch, wenn ein Typ eine Uniform einfach so zum Spaß anzieht oder muss dir das auch wirklich dann sein? Gute Frage, weiß ich nicht. Also zum Beispiel im Karneval, da sieht man ja viele Männer mit Uniform, das ist dann nicht so, oder? Also wenn er muskulös ist und so und mein Typ ist, dann passt das schon. Ja. Also ich merke, das Muskulöse ist schon auch sehr wichtig. Ja. Ne? Also ich glaube, das ist noch wichtiger als die Uniform bei dir. Ja, ne? das stimmt. Ja. Also der Hintern oder so eines Mannes interessiert mich gar nicht. Er muss eine gute Brust haben und breite Schultern. Genau. Ja. Wie so die Vorlieben sind, ne? Ist ja schon Jack irgendwie. Und das Komische ist meiner Meinung nach auch, dass ich da auch irgendwie immer ziemlich viel Erfolg habe. Also, dass sie riechen, dass ich sie leiden mag. Also, ich habe da doch merkwürdigerweise viel Erfolg. Ist mir völlig klar. Wenn du die anguckst, dann sind die Jungs natürlich flachgelegt, ne? So wie du die wahrscheinlich anguckst dann. Ja, weiß ich nicht. Bin ich ganz sicher. Ich meine, es gibt ja auch andere gut aussehende Frauen. Ja, aber du siehst gut aus und du hast den schmachtenden Blick. Und das ist ja genau das, was die Männer wollen. Naja, ich weiß ja, manchmal dann spiele ich auch mit denen. Dann lasse ich die, wenn ich merke, die haben Interesse, lasse ich die auch erstmal ein bisschen zappeln. Klar, das machen ja alle Frauen. Sag mal, vorhin haben die anderen Anruferinnen gesagt, das hat auch so ein bisschen was, das Spiel mit Macht und Unterwerfung zu tun. Magst du das auch, dass der Mann dann im Bett, also beim Sex, der Dominante ist und dich so ein bisschen auch rannimmt und so? Magst du das? Ja, auch. Also ich denke schon, dass ich sagen kann, dass ich zu 80% eigentlich devot veranlagt bin. Im Bett, wahrscheinlich aber nicht sonst im Leben, ne? Genau. Ja. Also, sonst im Leben gehe ich meinen eigenen Weg und wahrscheinlich gerade deswegen. Ja, das ist ja oft so bei Frauen, gerade auch bei Frauen, die im Beruf stehen oder sehr erfolgreich im Beruf stehen, die dann zu Hause gerne das Mädchen sein wollen, ne? Und den großen, starken Mann spüren wollen. Ja, ich finde einfach kuschelige Männer finde ich einfach toll. Und Männer, die immer nur so intellektuell daherlabern und sich so über ihren Beruf definieren. Furchtbar, ne? Ganz furchtbar. Furchtbar, da ist jede Erotik weg, ne? Ja. Also ganz schlimm. Ja, kann ich auch verstehen. So Alter ist auch egal? Also eigentlich habe ich auch lieber ein bisschen reifere Männer. Ja. Die Jungs Spuchte, die kriegen immer so Beziehungsängste, obwohl man gar keine Beziehung will. Ja. Das ist immer so und lieber ein bisschen reifer, aber naja. Jetzt muss ich das Letzte auch noch fragen. Ich meine, wir reden ja ganz offen und sind ja unter uns hier. Wir beide oder wir paar Leute, die hier zusammen sind. Wie ist es denn mit der Größe des Penis? Ist dir das auch egal? Naja, Größe ist ja so ein komisches Wort, weil es ist doch entweder die Länge oder die Dicke, auf die es ankommt. Und manche Frauen mögen das eine, manche das andere, manche beides, manchen ist es egal. Also ich finde die Dicke sehr interessant. Ach, die Dicke findest du interessant. Die Länge kann manchmal auch sehr unangenehm sein. Also klein und dick ist schon gut. Oder klein. Also sagen wir mittelgroß und schön dick und so. Das finde ich gut. Also ich könnte dir deinen Traummann ja schon backen. Ne? Ja. Ich weiß jetzt, was du so willst. Ne? Ja, ich weiß das auch ganz selber, ganz klar. Ja. Ja, dann ist die Pirsch auch einfach, ne? Weil du dein klares Jagdmuster vor Augen hast. Mhm. Ne? Und wenn du in die Disco gehst, dann weißt du, das ist er. Ja, stimmt. Ne? Wenn er dann jetzt auch noch einen dicken Penis hat, dann ist alles gut. Ne? Ja, obwohl viele meiner Freunde sagen, auch so langsam komme ich in ein Alter, ich bin jetzt 30, wo ich natürlich vielleicht auch mal Abstriche machen sollte. Ach was. Und, ja. Ach was. Keine Abstriche, Melanie. Genau das, was du willst, musst du dir suchen. Ja, ich werde es versuchen. So, jetzt müssen wir Schluss machen. Die Sendung ist gleich vorbei. Ach. Melanie, alles Liebe, alles Gute und viel Glück beim Männersuchen. Ja, ich wünsche dir auch alles Gute. Dankeschön, tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, das war's für diese Woche. Ich bedanke mich bei meinem Team, bei Uli Krapp, bei Wolfram Spikowski, bei Jan Hölz, Kerstin Klinger, Christian Part, Tim Stienauer, Pamela Koppay und Johannes Brachthäuser. Unser Thema nächste Woche Mittwoch heißt Ich bin ein schlechter Mensch. Ich wünsche euch jetzt erstmal ein schönes Wochenende, ein gutes Wochenende, ein sonniges Wochenende, hoffe ich. Und wir sehen uns in alter Frische, hoffe ich auch, wieder in der Nacht von Montag auf Dienstag. 1 Uhr Radio Live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Macht's gut, bis dahin, tschüss.
Uli Dittrich und seine Verschwörungstheorien. Thema ist, dass Karl Moik befallen worden ist durch Essensbakterien. Genauso wie Jan Ulrich. Das ist eine Verschwörung, das sag ich dir.